Katrin und Leo verstehen sich prächtig, auch wenn Leo zutiefst bedauert, dass seine Traumfrau als Patientin für ihn tabu ist. Florian und Anke beschäftigt immer mehr, dass Katrin noch nicht die Wahrheit über ihre Ehe kennt. Es kommt zu Spannungen, aber ein schöner, von Carla arrangierter Abend führt Florian und Anke wieder zueinander. Als er jedoch wieder bei Katrin am Krankenbett steht, bittet sie ihren Mann um einen Kuss und die entsetzte Anke muss mit ansehen. Wie es dazu kommt, Gunther und Dörte genießen ihren Heideausflug. Ein Kuss liegt in der Luft, den Hannes aber unfreiwillig stört. Arad hat einen Platten und er braucht Hilfe. Amelie wird durch David darauf gestoßen, dass Merle die perfekte Verbündete im Kampf gegen das Logistikzentrum ist. Um Merle für sich zu gewinnen, bietet Amelie und ihrer Partei 30.000 Euro Spendengelder an. Doch Merle will sich von Amelie nicht kaufen lassen. Hendrik überredet Leo, auf die Rosenjaus-Wohnung zu verzichten. Aber Sarah findet Hendriks Manöver unfair. Schließlich bekommt Hendrik überall eine Wohnung, Krankenpfleger Leo nicht.